Oh, es ist wieder ein Schleim gespawnt. Ah, 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 Ultraschleim. Moin ihr Schockierten und herzlich willkommen zu My Faction 2 Folge 8. Letzte Folge habt ihr... Achso, sorry. Hi Corona. Hallo. Lass das mal. Das war jetzt nicht so beachtlich. Ich musste wirklich mich räuspern. Ja, nee, aber hi Corona auf jeden Fall. Hallo. Also in der letzten Folge, wenn ihr das gesehen habt, falls nicht, dann schaut auf jeden Fall auf der letzten Folge vorbei. Da ist irgendwas... Explodiert. Ich weiß nicht, was es ist und das wollen wir jetzt heute rausfinden. Was war das? Was glaubst du, was das gewesen ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich mache kurz vorher nochmal kurz die Smeltery fertig. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt, soll ich schon vorsichtig draußen gucken? Dann bin ich dann der Erste, der tot bin. Wahrscheinlich irgendwelche, aber es gibt in diesen Kometen, die abstürzen können, gibt es so also, riesige... Du glaubst, dass es ein Komet war? Ich glaube, es war schon ein Dings, glaube ich. So, warte, jetzt können wir mal hier kurz die Sachen reinwerfen. Ich komme einfach mal mit. Ja, ich bin... Warte, ich brauche noch was zu essen. haben wir da noch ein... Ich muss noch mal kurz ein Dings bauen. Ich mache noch mal einen Rack hier, damit aber wir noch mal ein bisschen... Aber das war hier unmittelbar in der Nähe, das hat ja so geknallt. Das müssten wir auch dann irgendwo auf dem Radar gleich sehen. Ach, stimmt. Huch, wer hat denn hier zugebaut? Ach, das warst du, ne? Wenn das jetzt dieser Krater dann ist, dann ist es da mitten im Meer. Nee, der war schon vorher. Der war schon vorher. Na, dann ist es... Warte, ich muss nur kurz was zu futtern holen, dann können wir los. Ja, achso, na gut, ich müsste auch mir was mitnehmen, weil ich habe ja auch nichts mehr. Ja, dann auf geht's, wa? Hä? Achso, das... Ach, lol. Das ist hier. Dings. Okay, alles gut. Hast du denn noch was zu futtern? Ich guck gerade. Ich glaube, ich müsste mal im Stream die ganze Zeit im Stream nur angeln oder so. Damit wir echt mal was. Habe ich auch schon überlegt. Okay, wir haben noch ein bisschen Glas. Das Glas packe ich erstmal da rein. Ich habe noch 2 Barley. Da können wir nochmal 2 Brote draus machen. Ansonsten. Ich kann vielleicht Kekse machen. Ja, ich kann Kekse nochmal machen. Was braucht man für Kekse? Aber Kekse bringen nicht so viel wie Brot, oder? Ja, das stimmt. Aber clever, Kekse zu machen? Essen. 2 Weizen und einmal Kakaobohnen in der Mitte. Hast du noch Weizen? Ich weiß ja nicht. Wie viele Kekse kriegt man da raus? 8. Oh, ja, dann bestimmt. Weizen, ich habe 1 Weizen, hier. Ja, dann gib her, genau. Einer ist okay. Dann kann ich dir 8 geben jetzt, wenn du willst. Nice. Voila. Ja, Keks bringt immer 1, ne? 8, das heißt ja, quasi. 4. Ich glaube, ein Brot bringt 2. 3. Ach, 3 sogar? Ja. Ja, aber dann lohnen sich die Kekse mehr, oder? Ja, zum Teil ja. Also auf Dauer ja. Okay, dann lass mal checken, was da jetzt abgestürzt ist. Das muss ja also irgendwo wenn, hier... Ja. Das müssen wir ja gleich sehen. Aber laut Radar, da am Sand, da ist ja so ein kleines schwarzes Loch so. Nee, das ist deutlich größer. Das ist dieses... ich kann dir auch genau sagen, was das ist. Das ist dieses blau gepunktete auf dem Sand. Da ist der Meteor abgestürzt. Ach, das ist... Okay, gut. Ja, da vorne, ich sehe schon, das ist ein. War das ein Eiskomet? Ich weiß es nicht. Ach, gibt's ja, es ist ein Eismeteor. Es gibt unterschiedliche Dinger hier. Das ist ein riesen Eismeteor gewesen. Oh Gott, Hilfe! Oh nein! Ah. Rette mich! Das ist aber der gute Quicksand anscheinend. Da hast du keinen Damage gekriegt. Justin hat gestern ist in einen reingefallen. Da ist er direkt verreckt. Da musst du aufpassen, Mann. Hier. Was liegt denn hier alles so rum? Und es abbauen? Freezerite. Ja. Das müssen wir schnell abbauen. Das ist sehr selten. Das wird gleich schmelzen sonst. Ist egal mit welcher Spitzhacke? Eisen, glaube ich. Oh, nee, hab ich nicht. Ah, das musst du machen. Fuck. Der ist natürlich genau in so einem Treibsand drin. Ui, hier gibt's noch unzählige. Ich baue mal einen ab. Mal gucken, ob es geht. Okay. Ja, es geht. Tatsächlich. Okay, nice. Dann lass mal ordentlich das Zeug abernten hier. Das war jetzt ein Eismeteor, oder wie? Ja, wir müssen echt da aufpassen, denn wir müssen gucken, dass wir uns ein Meteorenschild bauen. Wow. Treibsand, Alter. Das ist echt mies, oder? Ja. Und diese Muscheln sind auch scheiße. Ah, ich muss mal hier überall... Wasser zubauen. Mach ich auch. Scheiße, Vorsicht, das Wasser spült nämlich diese Freezerite-Dinger weg, ne? Ja, das ist mir schon.
Oh, scheiße, Treibsand. Ach, ich bin doch so ein Dummkopf. Manchmal bin ich echt... Man ist voll unvorsichtig bei sowas. Ja. Oh, das ist so. Hier mittendrin. Vorsicht, wir müssen aber auch aufpassen. Ne? Hier können halt auch so Alien-Creeper rauskommen. Das ist das, was ich dir gerade noch sagen wollte. Und die haben eine riesige Explosionsrange. Oh, eine Babykrabbe. Was, die können einfach so spawnen, oder wie? Ja, aus diesen, aus den Items halt. Aus diesen Freezerite-Blöcken. Und die verschwinden halt langsam, deswegen müssen wir die schnell alle jetzt abbauen. Was klappert denn hier immer die ganze Zeit so? Das ist eine Krabbe. Ach, das ist eine Krabbe. Oh nein! Corona, nein! Nein! Nein, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oder auch nicht, oder doch, oder nein. Oh, oh. Aber genau unter mir nochmal, what the fuck? Hi. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Bitte. Hier ewig in deiner Schuld. Oh nein. Hier ist Treibsand. Alter, scheiß Treibsand nervt echt, dass der Meteor auch direkt hier abgestürzt ist, ey. Ja, das stimmt. Das war bestimmt Karma. Wow. Was ist los? Das ist der böse Treibsand hier. Hier krieg ich direkt Damage, wenn ich reinkomme. Aber nee, warte. Nee, das ist. Ach, das ist tatsächlich doch normal. Oh, Schneeblock. Scheiße, hätte ich den mal mit. Oh. Ah! Oh Gott. Oh, hier liegen ganz viele Schneebälle. Ah, scheiße, es ist weg. Fuck. Was kann man jetzt daraus eigentlich machen? Was ist jetzt Waffen zum Beispiel. Die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, diese Waffen, die Freezerite-Waffen, sind so gut wie Meteore. Wow. Kurz die scheiß Dings gekillt hier. Die Krabbe. Oh nein, ich habe meine Blöcke weggeworfen. Ach, die Krabben sind auch noch ganz böse, ja? Nee. Was? Nee? Ah, nee, ich habe sie aber einfach nur getötet, weil sie genervt hat. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Quicksand, weg damit. So. Okay, puh. Das ist ja jetzt... Ah, wieder weg. Hast du nicht deine coolen... Deine coolen... Fuck. Hast du hier nicht deine coolen Boots an, oder was? Nee, diesmal nicht. Mach doch mal an, dann sammelst du locker mehr auf hier. Aber genau, so das war jetzt quasi schon mal so ein Meteor, der hier gelandet ist. Und wenn so ein Ding halt bei uns im Lager landet, ist halt eher scheiße, ja, weil der uns halt alles zerreißt, ne? Ja, vor allem, wenn ich jetzt so sehe, was das hier für Ausmaß hat jetzt schon, so ein Ding. Und das war noch der ungefährlichste, glaube ich, von allen. Ja, ich sehe schon, das ist noch gar nicht so groß. Die gibt's noch viel, viel größer. Und dann auch noch brennend und solche Sachen halt. Jetzt rennt er da fast rein. Ach was. An den Treibsand kann ich ja nur ersticken, ne? Und dann sterben. Ja. Okay. Oh, ist ja nur... Ja, ist okay. Ich dachte, die machen Schaden, aber nee, das ist tatsächlich, man sinkt erstmal rein. Denn das hat mich so gewundert, dass Justin daran gestorben ist. Der Noob. So. Zack, zack, zack. Bisschen Monster Jerky. Ich hole mir mal ein bisschen Lava unten aus den Katakomben. What the fuck? Wer bist du denn? Was denn? Ich habe hier einen... Wer ist das? Ein Wanderer gefunden. Oh, mit dem kannst du traden, glaube ich. Hi. Warte mal, bleib mal stehen, Kumpel. Bleib mal stehen. Muss ich einfach rechts klicken, oder? Ah ja. Er will Eisenstiefel, dann kriege ich... Nee, er will zwei Endomium Crystal, dann kriege ich Eisenstiefel. Okay. Da, Frozen Iron. Da kriegen wir... Da kann man zum Beispiel, was kann man denn hier draus machen? Axt und so weiter. Geht doch an ein Schwert. Das Ding hat freezes enemies, causing them to slow down. 6 Attack Damage. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich dachte, da geht's noch bessere. Aber lass die erstmal auch bewahren, diese Freezerite-Teile. Mein Inventar oder soll ich sie am besten geben? Nee, einfach irgendwo aufbewahren. Eine Kiste oder so. Die Dinger klingen voll süß. Die Wanderer. Die immer so, oder ja, so, ne? Genau. Oh, es ist wieder ein Schleim gespawnt. Ah, Ultraschleim! Brauchst du Hilfe? Ich bin nur vergiftet, alles kein Problem. So, ich hab gerade mal hier so ein. Check mal ganz gut aus. Genommen. Eisenbeere, okay. Du hast jetzt Eisenbeere hat der nicht noch eben, gemacht. Der hat doch eben noch irgendwas aus Dings gedroppt. Wo ist denn das? Da. Was schmeiß ich weg? 2 Dirt. Magic Resistance 1. Ob Magic Resistance 1 irgendwie den Schaden von Poison und sowas verhindern? Oder von Brennen? Oh je.
Da fragst du halt den wahren Mod-Kenner. Oh, ich muss. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Eisen. Das kann man alles so in Livestreamer machen, so Rohstoffe holen. Ja, habe ich ja angefangen. Folgen, ja, so in Folgen ist das mega schwer. Das ja, wie gesagt, wenn ich halt diesen Hammer habe, geht das halt ein bisschen besser. Ja. Zack. So. Jetzt schmilzt auf jeden Fall da schon mal ein bisschen drei Eisenblöcke. Ach so, ab jetzt alle Sachen dort in diesem, in dem Dings da schmoren, ne? Weil die sind ergiebiger. Da kriegst du mehr raus. Okay, okay. So, also da, wo du deine Eisenbären da reingetan hast, meinst du? Genau. Ansonsten. Was brauche ich denn noch? Ah ja, diese ganzen Toolstations. So, machen wir mal kurz. Da ist eine Workbench. Wir haben eine Crafting Station. So. So. Aber mittlerweile so, haben wir es jetzt mit dem Essen. Also man kriegt immer wieder was. Also jetzt verhungern wir zumindest genau. Nicht mehr. So, da packen wir mal die Sachen rein. Wenn ich jetzt den Wanderer angreife, greift er mich auch an? Ich glaube ja. Oh, okay. So, dann. Oh, Corona, die Wolke sieht aus wie ein Elefant. Ah, sweet. genau, was wollte ich ja jetzt noch? Ich wollte genau noch eine Construction Table und sowas muss ich jetzt da noch machen. Also ich wollte ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. So, ja, dass hier immer so rumraschelt, ey. Verdammt, wo sind da diese. Hast du zufällig noch irgendwo ein Tinkers Construct Buch? Ja. Ich glaube sogar in die Kiste reingetan. Ich bin nämlich gerade am Suchen. Ah, guck mal, ein Wanderer. Was will der? Oh, Endumium. Davon haben wir schon ein bisschen was. Ich trade mir mal ein bisschen was mit dem. Meinst du, alle anfangen ist schwer oder Tinkers Weaponry? Ich weiß gar nicht. Oh, was ist denn hier? Ach, der ist jetzt hier unten drin. Okay, einmal das. Hier, warte, ich und einmal das. Warte, wo mag er mich jetzt? Ah, jetzt liebt er mich. Was hat er jetzt noch für mich? Oh, jetzt will er mir eine Iron Hoe geben. Komm, die kannst du behalten, Kollege. Wo bist du denn? Ich bin gerade unten im Lager. Achso, ja, du kannst doch die Abkürzung hinnehmen. Da stand ich nämlich. Hi. Aber das sind auf jeden Fall die Bücher, die ich brauche. Ja, genau, du wolltest ja haben. Tinker's Weaponry war's nicht. Materials and You. Da ist das, genau. Blank Pattern. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen viel Holz. Habe ich noch ein bisschen Holz? Zack, zack. Zack, zack. Einmal ein Blank Pattern haben wir. Dann. Nein. Was ist denn da drin jetzt eigentlich? So Eisen gerade. Kannst du mir das Buch nochmal wiedergeben, was du da gerade hast? Dann kannst du übrigens das hier wieder nehmen. Da schmilzt also dieser, ein bisschen Eisen. Ja, aber dieser rote Boden meinte ich. Kann man da nicht reingehen? Da solltest du nicht reingehen, weil, genau, das ist jetzt quasi eine Flüssigkeit. Wenn du da reingehst, kriegst du ein bisschen Schaden und dann reichert sich Blut an. Das ist auch kein Ding. Jetzt kommt ein bisschen Blut rein. So kann man halt auch auffüllen. Oder du kannst halt auch Tiere reinschmeißen. Wenn du jetzt vorne an dem Smeltery-Controller reinguckst, haben wir zum Beispiel 3 Nuggets Iron und 20 MB Blut quasi, ne? Okay, wie kommst du denn wieder raus? Ich baue einfach gleich einen Block ab. Okay. So. Achso, man muss Blut opfern, oder was? Ja, ja, du kannst halt auch Tiere reinschmeißen. Da gibt es nämlich so ein Blood Iron. Aber, okay. Ja, ist jetzt auch wurscht eigentlich. Das nutzt man eh sehr selten. Man kann auch Tiere reinschmeißen, das hört sich an. So, was ich jetzt noch machen will, ist noch schnell die Table fertig. Ein Block. Ach, ich weiß noch, was ich mache. Ein Block und ein Dings. Gibt ein Stencil Table, den brauche ich. Dann ein Block und ein Woodlock ist ein Part Crafter. Hast du einen Baumstamm gerade da? Ja, einen habe ich. Mach mal, warte, hier, crafte die mal zusammen. Oh, warte, also einen nur.
Das habe ich doch alles in unserer Werkstatt da drüben. Oder brauchst du... Ach, haben wir das schon komplett, oder was? Ich habe das alles komplett drüben gemacht. Einmal alle? Okay, dann brauche ich alle einmal mal hier. Okay. Dann brauche ich nur 4 Eisenblöcke und ein Dings. Das ist das, was ich suche. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir 4 Eisenblöcke zusammenkriegen. Packe ich das jetzt alles rein? Alles rüberholen, oder was? Ja, wir bauen die einfach hier unten rein, oder? Okay. Dann ich habe nochmal Eisenboots, die können wir auch nochmal schmelzen. Die ich gerade mir erkauft habe. Zack, so. Und dann sind wir auch am Ende der Folge gleich wieder. Ja, warte, ich bau dich noch schnell auf. Wir müssen hier unten öfter mal auf jeden Fall die Büsche ernten. Tue ich immer wieder. Ach, das hast du jetzt hier hingebaut, okay. Ich weiß nicht, wie viel Iron-Büsche wir haben. Zack, so. Guck mal hier. Nice, hier, genau. Okay, das ist cool. So, dann schmeiß ich kurz mal rein. Aluminium, Kupfer, Tin. Wir haben gar keine Eisenbüsche? Oh, das ist ärgerlich. Doch, hinten drin, oder? Hier? Nee, Eisen, also zumindest habe ich gerade keine geerntet. Okay. War das jetzt die letzte Folge, die wir haben, oder haben wir noch eine? Nein, das war die letzte. Oh, schade. Also zumindest mit uns beiden. Okay. So, dann haben wir erstmal fürs Wochenende vorproduziert. Leute, heute Abend gibt es dann einen Livestream. Mit heute Abend meine ich so 17 Uhr vielleicht rum. Und ja, du hast anmoderiert. Dann kannst du, glaube ich, auch Tschüss sagen. Okay, Leute, das war auf jeden Fall, also ich muss sagen, heute habe ich wieder mega viel gelernt, dank Corona. Danke dir auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Und ja, natürlich Server verlassen. würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.